ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Kanal abonniert, geliked und sogar geteilt haben. Dank eurer Unterstützung wächst die Community stetig. Diejenigen, die noch kein Abo haben, können dies jetzt nachholen, indem sie einfach auf den Button klicken und die Glocke aktivieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich wünsche euch nun viel Freude mit der nächsten Episode. Die Realität hatte sich in einen Albtraum verwandelt, den sie sich nicht einmal in den düstersten ihrer Vorstellungen ausmalen konnten. Henry, ein Schatten seiner selbst, war aus den Fängen des Portalturms entkommen. Doch der Preis für seine Freiheit war unvorstellbares Leid. Sofort wurde allen klar, dass Henry dringend Hilfe benötigte. Aura war die mit der größten Entschlossenheit, sie teleportiert Henry und seine Assistenz zu sich ins Kristallschiff. Die Assistenz materialisierte sich in einem futuristischen Biolabor, während Henry hingegen direkt in einen Heiltank befördert wurde. Bis auf Vivian kannten alle Anwesenden diese Form der medizinischen Versorgung nur allzu gut. Es war eine Technologie, die vom Schwarm für Schwerstverwundete entwickelt worden war, eine letzte Hoffnung in verzweifelten Zeiten. Der Heiltank umhüllte Henry mit einer sterilen Nährflüssigkeit, die von winzigen Nanos durchzogen war. Agilen Helfern, die das Gewebe reparierten und den Heilungsprozess um ein Vielfaches beschleunigten. Doch bei Verletzungen wie den von Henry war die Aussicht auf Heilung für einen Normalsterblichen oft sehr düster. Henry jedoch war mehr als nur ein gewöhnlicher Patient. Während der Tank seine Wunden schloss, spürte er dennoch den stechenden Schmerz, doch er wusste, dass ihm die Zeit nicht verloren ging. Verena und Aileen hatten einen Stellvertreter für ihn bereitgestellt, einen Surrogate, der ihm garantierte, dass er trotz der Heilungsphase unmittelbar in die bevorstehenden Ereignisse eingreifen konnte. So schwebte er in einer Zwischenwelt aus Schmerz und Hoffnung, bereit, das Unabwendbare zu beeinflussen. Die Ruhe des Heiltanks war trügerisch und das Kommende schien in der Dunkelheit zu lauern. Doch Henry war nicht allein. Sein Geist war im Kampfmodus und das Chaos hatte noch lange nicht entschieden, welche Entität letztlich die Oberhand behalten würde. Dies war Henry jedoch zu vage. Er tat das, was er am besten konnte. Er formte seine eigene Zukunft. Eine Zukunft, in der keiner mehr leiden musste, Nefarion hatte er schon weggesperrt. Jetzt war ihre Helferin Sora an der Reihe, er konnte auch dieses Mal nicht gleich direkt eingreifen. Wieder musste zuerst Vivian den Weg bereiten. Wie ist das möglich? Es ist an der Zeit, Miss Vergo, dass Sie völlig eingeweiht werden. Ich bin nicht freiwillig zum Bewahrer der Zeit geworden, wohl deswegen verstehe ich meine Aufgabe anders als wie die Generationen von Bewahrern vor mir. Durch eine Verkettung vieler positiver Geschehnisse habe ich nicht nur die Möglichkeiten des Bewahrers der Zeit, sondern auch die als Admiral des Schwarms, somit habe ich mehr Möglichkeiten als jene vor mir. Darf ich vorstellen, meine Assistenz, Aileen, die eigentlich Tara heißt und die KI des Generationenschiffs Sirius ist. Verena, Mutter aller KI und KI des Schwarmschiffs Quert 2, Pepper von der Vega 7, Helen vom Schlachtschiff Terra 1, Claudia vom Destroyer Durox, Rachel von der Sigma 9, Victoria von der Alpha Centauri und zu guter Letzt Trish von der Raumbasis Durox Base 1. Wow, der Schwarm. Welche Rolle spiele ich in Ihrem Plan, Admiral? Meine Assistenz ist wie ich unsterblich. Eigentlich sollte ich wie alle Bewahrer ebenfalls sterblich sein, doch durch das Wirken einer Freundin wurde dies verändert. Ich bin sterblich. Was wir Vivian durch deinen Schutzanzug und die Rüstung des Lichts ausgeglichen haben. Wie bitte? Vivian, die Rüstung des Lichts, ist mehr als nur eine starke Waffe. Solange du sie trägst, bist du völlig geschützt. Admiral, haben Sie mich zu Ihrer Assistenz gemacht, ohne dass ich es wusste? Miss Vergo, ich habe Ihnen das gegeben, wonach Sie Ihr ganzes Leben bis heute gesucht haben. Sie reizt der Nervenkitzel, der beim Erlangen eines unschätzbaren Artefakts auf Sie einwirkt. Nun genau das habe ich Ihnen gegeben. Wenn Sie ehrlich sind, mögen Sie die Herausforderung Situationen, in denen Sie sich plötzlich entscheiden müssen. Was war jetzt falsch daran? Wenn man es so betrachtet, nichts. Gut, dann ist das geklärt. Die Dakor gehört jetzt Ihnen. Keine Sorge, Miss Vergo. Nox hat nur zugestimmt, der Captain der Dakor zu sein, wenn dies nicht von Dauer ist. Als jüngster Herkulaner der ältesten Familiendynastie auf Herkulan stellt er Ihnen, Miss Vergo, sein Wissen zur Verfügung. Komme ich nun zu Ihrem Auftrag, Miss Vergo. Im Sektor Omega gibt es einen Planeten mit dem Namen Aurel, der vom Chaos ins Ziel genommen wurde. Das Asteroiden auf einem Planeten einschlagen ist Alltag in der Galaxy, jedoch nicht, wenn sie vom Chaos extra ausgewählt wurden wegen ihrer Größe und dann noch beschleunigt worden sind. Sie springen mit der Dakor, nur wenige Parsec vor der Ankunft der gefährlichsten Brocken in deren Flugbahn.
Die Bewaffnung der Dakor wird mit diesen Asteroiden locker fertig. Aurel hingegen hat keine Verteidigung. Sie sind einfach technisch noch nicht so weit. Inzwischen kenne ich sie gut genug, dass ich weiß, dass das nicht alles ist. Bei der Vernichtung des Planeten Aurel wäre so oder so ein kleines Schiff kurzfristig entkommen. Kurzfristig deswegen, weil der Antrieb von einem der Asteroiden beschädigt worden ist. Das Schiff wäre also zum galaktischen Treibgut geworden. Nehmen Sie die Besatzung des Schiffs auf und zeigen Sie ihnen die Wunderwelt Ihres Schiffs, der Dakor. Nachdem Vivian wieder auf der Dakor war, informierte sie Jackson und ihre Crew über die Identität des Auftraggebers. Dax zeigte sich angesichts der neuen technischen Möglichkeiten überaus begeistert. Zish hingegen war zunächst zurückhaltend, besorgt, dass ihre Rolle als Pilotin vielleicht nicht mehr erforderlich sein könnte. Vivian schloss diese Sorge jedoch sofort aus und versicherte: "Ich verzichte nicht auf meine Freunde, meine Crew." Zu Dax großer Freude fand selbst Dace ihren festen Platz auf der Brücke der Dakor. Für Jackson hatte Vivian eine Aufgabe, die seiner früheren Rolle als Kommandeur der Spezialeinheiten sehr ähnlich war. Er sollte zukünftig die Kampffähigkeit der Dakor sicherstellen. Vivian war keineswegs so naiv zu glauben, dass es angesichts der gewaltigen Größe der Dakor zu keinen Zwischenfällen mehr kommen würde. Sie wollte auf jeden Fall vorbereitet sein, falls es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung kam. Nach den Erfahrungen mit Hank und Tyson war sie sich sicher, dass die zukünftigen Gegner cleverer und besser bewaffnet sein würden als diese beiden Trottel. Jackson sorgte dafür, dass seine und Vivians Einheiten in neuem Glanz erstrahlten. Dann hieß es: Aufbruch nach Aurel. Zish, wie lange noch bis Aurel? Noch 300 Parsec, Captain. Dace, Zustand der Geschütze. Captain, der Zustand ist bei 100%. Es ist an der Zeit, Jackson, die Geschütze bereit zu machen. Ich bin unterwegs. Wir sind bereit, sobald wir in Position sind. Beginnen wir mit dem Beschuss. Captain and the Entercrew, sobald wir den Hyperdrive verlassen. Kümmern Sie sich ausschließlich um das havarierte Schiff. Bitte beachten Sie, dass dieses Schiff keine Schilde hat. Jawohl, Captain. Wir werden das Schiff mit unseren Schilden schützen. Ich verlasse mich auf Sie, Commander. Captain, wir verlassen den Hyperdrive. Captain, an die gesamte Crew. Es ist soweit alle auf ihre Stationen. Als die Dakor ihre Position eingenommen hatte, begannen die Geschütze auf die größten Asteroiden zu feuern, um die eigentliche Katastrophe zu verhindern. Parallel dazu wurde das Rettungsgeschwader zu dem kleinen, hilflosen Schiff entsandt. An einem fernen, unwirklichen Ort. Vivian war so instruiert worden, dass sie erst wenige Parsec vor dem Eintreffen der Asteroiden in Position geht. Dies würde genau die Situation schaffen, in der die Helfer leichtsinnig werden würden.
Sora, ein fast ebenso mächtiges Wesen wie Nefarion selbst, versuchte das Kristallnetzwerk durch den Verlust von Aurel so zu schädigen, dass sie ihre Herrin Nefarion aus dem Portalturm befreien konnte. Zeig mir doch nie. Genau in dem Moment, als Vivien mit der Dakor in Position ging, wurde Zora aufgrund ihrer Wut unvorsichtig. Ich werde dich folgen und dann kommen. Henrys Plan war aufgegangen. Jetzt wusste er, wo sich Nefarions Helfer aufhielten. Der verzweifelte Versuch, so schnell wie möglich auf die andere Seite des Planeten zu gelangen, schlug in dem Augenblick fehl, als der Meteor das Schiff traf. Der Antrieb fiel aus. Ohne die Chance, ihn zu reparieren, würden sie auf ewig in der Umlaufbahn des Planeten bleiben. Fremdes Schiff, wir sind nicht feindlich. Wir kommen, um sie zu retten. Unsere Schilde werden sie ab jetzt schützen. Himmel, ist das Schiff groß. Ich wusste es. Es muss Zivilisationen geben, die viel weiter sind als wir. Entschuldigen Sie, wo bleiben meine Manieren? Ich bin Sean Maxwell. Ich bin Vivien Vergo, der Captain der Darkhor. Dies ist Kommandeur Jackson, er ist für die Sicherheit zuständig. Es freut mich, Sie alle kennenzulernen. Ihr Schiff ist gewaltig groß. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so große Schiffe gibt. Von wo kommen Sie und wie lange sind Sie unterwegs? Ich denke, Sie sollten Ihre Crew holen und wir gehen in die Kantine. Dort können wir uns beim Essen in Ruhe unterhalten. Woher wissen Sie... Lange bevor Sie zu uns in den Hangar kamen, wussten wir schon, wie viele Besatzungsmitglieder Ihr Schiff hat. Selbstverständlich. Ich hol die anderen. Vivien war mitten in einem lebhaften Gespräch mit den jungen Leuten, als sie etwas Erschreckendes erfuhr. Das Volk der Gerius war, wie sie selbst sagten, technologisch noch weit entfernt von dem, was für Vivien und ihre Zeitgenossen vollkommen alltäglich war. Es war eine Erkenntnis, die in ihr einen tiefen inneren Konflikt auslöste. Bis auf eine mutige junge Frau hatten die meisten von ihnen den klaren Wunsch geäußert, zurückzukehren und damit auch die Erinnerung an die Darkhor und ihrer geheimnisvollen Besatzung hinter sich zu lassen. Vivien empfand eine innere Zerrissenheit. Diese Praxis, Krieger oder Überlebende einfach ins Vergessen zu schicken, war ihr zutiefst zuwider. Doch sie wusste um die Gefahren eines rücksichtslosen Kontakts zu einfachen Kulturen. Die Einflüsse auf die Gerius könnten verheerend sein, insbesondere Erinnerungen an die Darkhor. In der Zwischenzeit war Jackson in ein vertrauliches Gespräch mit den Piloten vertieft. Auch sie trugen den Wunsch in ihren Herzen zurückzukehren. Jackson mochte sie, doch er wusste, dass auch sie nicht imstande sein durften, sich an die Darkhor und die Besatzung zu erinnern. Es war eine bittersüße Realität, die ihnen allen bewusst war. Das Schiff der Unglücksraben, ein einst stolzes Fahrzeug, war nun repariert und bereit für die Reise zurück. Vivien war bemüht, die Rückkehr für alle so sanft wie möglich zu gestalten.
Sie konnte die schlafenden Piloten kaum ansehen, als sie in ihre Kabine geleitet wurden, behutsam von ihrer Crew bewacht. Ihre Träume waren nun ein schmaler Grat, auf dem sie sich bewegten, zwischen der Erkenntnis von Erinnerungen und der drängenden Notwendigkeit, sie zu vergessen. Für Vivian war es ein schwerer Schlag, doch sie wusste, dass sie nicht mehr für die Heimkehrer tun konnte, als ihnen den sichersten Weg zurückzubieten. Die Verantwortung lastete schwer auf ihren Schultern, als sie sich umdrehte und die ungewisse Zukunft betrachtete. Die Gerius waren nicht nur ein Volk, sie waren ein Spiegel der möglichen Zukunft, und Vivian musste die möglichen Konsequenzen ihrer Entscheidungen abwägen, für sich selbst und für die Gerius. Etwa zur selben Zeit im Cluster Zor. Das Kristallschiff Aura schwebt in der unendlichen Weite des Alls. Seine glitzernde Hülle reflektiert das Licht entfernter Sterne. Doch in der Nähe des Planeten Zorath, wo der Dämon Zora seit Jahrhunderten sein Unwesen treibt, droht ein düsteres Schicksal. Der Planet, einst fruchtbar und lebendig, ist in eine feurige Wüste des Schreckens verwandelt worden. Henry, sehr geschwächt durch den Kampf mit Nefarion, ist zum Glück inzwischen soweit genesen. Zusammen mit seiner treuen Partnerin Aura, einem intelligenten, lebendigen Kristallschiff, plant er, den Dämon ein für allemal zu besiegen. In den tiefsten Gewölben des Schiffs besitzt sie eine Technik, um einen mächtigen Kristallkeim zu erzeugen, eine Waffe oder vielleicht sogar ein Rettungsanker. Mit klopfendem Herzen arbeitet Henry fieberhaft an den letzten Details des Kristallkeims, während Aura ihm assistiert. Die Uhr tickt, denn Zora hat seine dunklen Magien neugierig gemacht und spürt, dass etwas im Gange ist. Als der Kristallkeim schließlich mit einem strahlenden Licht funktionsfähig ist, teleportiert Aura ihn in die pulsierende Lava des Planetenkerns. Unmittelbar danach beginnt der Planet zu beben. Ein gewaltiges Krachen hallt durch die Luft, während die Kristallstruktur des Kerns zu pulsieren und zu frieren beginnt. Von der Kraft des Keims ergriffen, entwickeln sich unaufhaltsame Kettenreaktionen, die das Gefüge der Realität selbst zu destabilisieren drohen. Zora, der in seiner düsteren Festung hockt und über jene Welt herrscht, erkennt plötzlich, dass er die Kontrolle über seinen Lebensraum verliert. Rasend schnell wirbelt er durch seine Verzauberungen, doch das Eis kommt rasend schnell und die Magie entgleitet ihm zwischen den Fingern. In seiner Wut versucht er, mit einem furchtbaren Fluch zurückzuschlagen, doch es ist zu spät. Der Kristallkeim hat bereits die Macht über den Planeten übernommen. Der Kampf zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen Zora und der Kraft des Kristalls hat begonnen und das Schicksal aller Kreaturen auf Zorath hängt an einem seidenen Faden. Während die Erde unter seinen Füßen zerbricht und der Dämon erkennen muss, dass seine Dunkelheit nicht länger herrscht, hat Henry noch einen letzten Trumpf im Ärmel, die Zeit selbst.